So, guten Abend Leute, willkommen hier draußen beim Taschenlampen-Outdoor-Test. Sieht man es gar nicht im Dunkeln hier, gell? Der Südlicht Investigator S4. Und nachdem ich ja immer einen kleinen Indoor-Test mache, aus 3 Meter Entfernung auf eine weiße Zimmerwand, mache ich hier draußen immer die 30 Meter Entfernung auf eine weiße Hauswand. Dann hat man immer ein wenig so gleiche Ergebnisse, wie das Licht so aussieht und wie viel zurückkommt. Und was soll ich 300 Meter irgendwo ausleuchten, wo ich nachher ein Fernglas brauche, zum hinschauen, was ich da eigentlich ausleuchte. Also sage ich mal, 30 Meter sind eine Entfernung, die eigentlich absolut ausreichend sind für eine Taschenlampe zum was ausleuchten. So, wir machen die jetzt mal gleich auf der vollen Stufe an und leuchten wieder wie immer unsere bekannte Hauswand da drüben an. So, und wir sehen da wunderbar den weißen Spot mit einem riesigen Leuchtkreis außenrum, der sogar hier unten bis auf den vorderen Teil des Gebäudes geht. Also eine wirklich große Ausleuchtung und einen schönen hellen weißen Spot in der Mitte von dem Leuchtkreis. Wir gehen mal auf die 20% und haben immer noch eine ordentliche Ausleuchtung. Wir reden hier nur noch über 50 Lumen. Das reicht total aus. Da sieht man mal, wie diese zum Teil teuren, hochgezüchteten Lampen im normalen Gebrauch gar nicht großartig vonnöten sind. Natürlich macht es Spaß für die Taschenlampenfans, ne, solche Flaggscheinwerfer zu besitzen, aber hey, wir reden jetzt über 50 Lumen, beziehungsweise hier über 250 Lumen und machen eine 1A Gebäudeausleuchtung hier auf 30 Meter. Arschtrein. 50. 250. Komm, jetzt lassen wir es mal in Blitze. Geil. Ausleuchtung. Echt erstaunlich, was 250 Lumen auf eine 30 Meter Hauswand bringen. Und das mal mit 4 normalen AAA-Batterien, die ich überall bekomme, schnell leicht ersetzen kann. Bekommt man auch schön von Sanyo Eneloops die AAA-Akkus. Hat man immer genug Strom. Oder wenn man natürlich länger nachts unterwegs ist und muss ein bisschen Strom sparen, nimmt man halt die 20% Einstellung und hat so für die ganze Nacht eine Taschenlampe zur Verfügung. Und reicht selbst hier auf die 30 Meter Hauswand. Klasse Sache. Und nochmal, wir reden hier nicht über eine 200 Euro Taschenlampe, sondern über eine 45 Euro Taschenlampe mit deutscher Entwicklung und Vertrieb. Arschtrein, was will man mehr? Gute Verarbeitung, abgedichtetes Gehäuse, fairer Preis, umfangreiches Zubehör, einfache Batterietechnologie. Und von Größe und Gewicht her noch absolut tragbar. Die Südlicht Investigator ist hier. Nicht schlecht. Kein Schnickschnack, zwei Leuchtmodis, taktisches Blitzlicht. Gefällt mir gut. Also Leute, zieht euch mal die S4 rein und behaltet mal die Firma Südlicht GmbH im Auge. Ich glaube, da dürfen wir dieses Jahr noch das ein oder interessante Produkt erwarten. Das scheinen mir ein paar recht innovative Leute zu sein. Also, bleibt gesund, haltet eure Akkus geladen, die Taschenlampen bereit. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal bei Hillbilly TV. Entweder mit einem neuen Taschenmesser oder einer neuen Taschenlampe. Schauen wir mal, was der Januar noch so bringt. Also, wir sehen uns. Tschüss, macht's gut.